Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute eine Runde mit dem guten Bubba. Ich habe nämlich eine Daily Quest und wir haben mal wieder ein Leuchtturm auf der Map stehen. Das ist ja schön. Leute, ja, ich habe Ruin dabei. Nicht mehr lange wahrscheinlich. Ich habe Nurse Calling dabei. Ich habe Beständig dabei. Und ich habe noch... Das war's. Tüftler. Tüftler. So. Also Beständig hat hier schon mal gute Arbeit geleistet. Okay, wo hat der eigentlich schon wieder... Warte mal, es hatte doch keiner ein Item von Anfang an mit, oder? Na gut, der ist weggegangen. So, direkt in die Richtung. Ich glaube... Ja, den müssten wir wischen. Und, siehst du, es war so klar. Ich muss Leute sägen, ist das Problem. Also ich muss vier Leute eigentlich mal wegsägen. Ich habe jetzt natürlich leider kein Barbecue dabei. Das bedeutet, das ist ein bisschen ärgerlich für uns. So, hier hat irgendjemand... Warte mal, da ist jemand. Okay. Erstmal wieder zurücksetzen. Könnte eine schwierige Runde werden. Mal schauen. Also hier war auch jemand. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder hin ist. Ich hoffe halt, dass Beständig uns auch gute Dienste leisten wird. So. Ich glaube, ich habe hier gerade jemanden gehört, oben, der einen Totem wegmachen wollte. Bin mir aber nicht sicher. Okay, das ist schon mal wieder weg. Da wurde gerettet. Dann gehen wir da erstmal direkt hin, würde ich sagen. Oh, die sind ja zu dritt. Gleich sogar zu viert. So, er hat einen Hit bekommen. Konnte sich aber schon wieder komplett hochheilen. So, wo rennen die jetzt alle hin? Will jetzt auch nicht die gleiche Person wieder jagen. So, sie wird hier erstmal jetzt rumrennen. Natürlich ist hier noch ein... Ah ja, hier ist natürlich auch noch einer. So, einen Hit bekommst du jetzt. Mal schauen, ob sie noch droppt. Nein. Aber ist natürlich gut, wenn ein paar Leute verletzt sind. Ich renne jetzt wieder zum House of Jukes, Leute. Da brauchen wir nicht hinterhergehen. Ganz ehrlich. So, und er dreht aus seine Runden. Na, schade. Oh, jetzt werde ich ihn aber erwischen. Weil die wahrscheinlich, genau. Und zack. Drei Leute verletzt. Ne, zwei. Einer hat sich tatsächlich noch rechtzeitig hochgeheilt. Ach ja. Es ist so schade, wenn die Survivor halt immer nur im Kreis dann hier in dem Haus rennen. Weil du den da irgendwie 5 Minuten hinterherjagen kannst, gefühlt. Bevor du überhaupt eine Chance hast, die zu erwischen. Nur hier hätte er, glaube ich, schon droppen sollen. Ich finde, die hier... ist immer so ein bisschen, ja, sie ist so ein bisschen unsicher. Sie haben sie ja inzwischen ein bisschen geändert. Früher war sie definitiv noch unsicherer. So, bald bekommen wir unsere Bloodlust, beziehungsweise hat er hart im Nehmen? Nö. Dann war das ein Fehler. Dann war das ein Fehler. Wenn wir dich jetzt in den Keller bekommen... Problem ist natürlich, dass ich hier niemanden an die Säge gerade ranführen kann, scheinbar. Was ein bisschen schade ist. Erster Generator fertig, nach 3,5 Minuten ungefähr. Ist eigentlich sogar ein guter Wert dafür, dass Ruin mal wieder mega schnell weg war. Na? Ach, schade. Aber wir recovern uns ja schnell davon. Und das könnte jetzt das erste Sägeopfer sein, je nachdem, ob sie es noch schafft zur Palette. Ja. Hat sie geschafft. Da ist noch eine Mag. Come on. Schade. So, dann würde ich sagen, hauen wir ihr jetzt wieder eine Runde. Muss ich machen. Sie hat es aber noch gedroppt. Ist gut für uns. Und ich jage jetzt mal hinterher. Sie wird zum Haus rennen. Logischerweise. Warum? Weil die Survivor nichts anderes können. Und das halt funktioniert. So, hier kann ich ihr jetzt wirklich einen Moment hinterher rennen. Und sie hat auch noch einen Strike. Also eigentlich lohnt sich das wirklich nicht. Hier hinterher zu latschen. Doch! Nice. Ich war mir gerade unsicher, ob der noch drauf ist. Okay. Das war dann gar nicht mal so schlecht. Ging schneller, als ich dachte. Dann haben wir zumindest den Strike jetzt raus, Leute. Komm schon. Okay, nice. Sie hat ihn verkackt. Dann ab in den Keller mit dir. Oder sie hat ihn sich aufgehoben, was ich allerdings nicht glaube. Weil wenn der Keller hier direkt daneben ist, wer bewahrt sich denn freiwillig seinen Strike auf? So, beide Generatoren
sind fertig. Dort und dort. Da ist jemand. Nia. Ich glaube, es ist die vom Anfang, ne? Ja, sie rennt direkt los. Hier ist allerdings nicht mehr viel. Das heißt, jetzt dürfte ich meine erste Säge dann endlich mal bekommen. Naja. Und holen Sie sie da runter? Mal schauen. Ich möchte einmal kurz schauen, Leute. Weil das hier könnten meine Sägen sein, die ich brauche. Hier ist jemand. Oh, ist schon unten. Okay. Ja gut, gegen Bubba. Nee, sorry, Leute. Dann erwischen wir dich halt. Gar kein Problem. Hallo. Ah, oh, okay. Aber ich raste gerade noch aus. Ist er noch hier? Yo. Ich verfolge dich diesmal. Gar kein Problem. So. So, tut mir leid, Leute, dass ich euch jetzt hier sägen musste, aber ich habe meine Daily, es tut mir leid. Häng einfach nicht ab, wenn du meinen Herzschlag hörst, Junge. Ich wäre nicht runtergegangen, tatsächlich, weil ich nicht gedacht hätte, dass schon jemand unten ist. So, sie heilt sich hier irgendwo. Bloß wo? Komm schon, Nurse Calling, wofür haben wir es denn? Ich habe sie nicht gesehen, Leute, tatsächlich nicht. Okay, Generatoren 1, 2, die anderen sind zu weit weg. Das ist scheiße. Da ist niemand. Ist da gerade jemand reingegangen? Nee. Wenn, dann langsam. Oh. Der ist auch schon so gut wie fertig hier. Wo ist die Person hin? Keine Ahnung. Zwei Gens nur noch. Da wird gerettet. Oh Mann, ja, ich bin schon wieder in der Nähe. Es tut mir echt leid für euch. Hallo. Na komm, den erwischen wir auch noch. Ah, nicht mit der Säge. Aber wir können ihn umklatschen. Aber er will jetzt aus dem Fenster jumpen. Nee. Bitte nicht durch das Fenster gehen. Danke. Nur noch ein Generator, ey. Meine Güte. Ihr seht, ne, auf den Rängen hier oben macht es wirklich teilweise keinen Unterschied, ob man Ruin dabei hat oder nicht. Ich dachte gerade, der disconnected. Na gut. So, die heilen sich noch. Dann gehen wir hier rum. Rüber, meine ich. Naja, schade. Und sie hat noch einen Sprint-Boost, okay. Wo ist sie hin? Hier lang. Nee. Hier lang. Ah, okay. Ja, verstehe. Sehe sie aber nicht mehr. Da ist jemand. Ist er runtergerannt? Nee, der ist nach links weggerannt, oder? Nee, ist runter tatsächlich. Okay. Oh, nice. Das war super für uns jetzt. Oh Mann, der scheiß Keller, ey. Ich meine irgendwie, naja, sind die immer runtergerannt, wenn ich genau in der Nähe bin. Das tut mir irgendwie schon ein bisschen leid jetzt für die. So. Dann kommst du hinten an den Haken. Meine Daily habe ich zumindest fertig. Das ist schon mal das Wichtigste. So, ich kann leider niemanden sehen. Ich muss gucken. Der Gen da hinten könnte demnächst fertig werden, wenn ich Pech habe. Da gehen wir jetzt mal hin. Jo, genau der. Damit habe ich gerechnet. Und hier ist die Person. Hat ihren Hit bekommen. Das ist schon mal gut für uns. Endlich können wir auch mal weg vom, oh, schade. Endlich können wir auch mal weg vom Keller, wa? Davor sind wir nicht wirklich weggekommen. Da wurde gerettet. Wir bleiben mal hier. Ja, das heißt, die anderen sind noch bei der Hütte. Oh, wenn du jetzt schon wieder da durch die Hütte rennst, ne? Ich sag's dir, ey, du kommst in den Keller. Sie hart im Nehmen. So, jetzt ist die Frage, ob sie es vorhin wirklich verkackt hat oder ob sie sich den aufbewahrt hat. Hat sie sich den aufbewahrt oder? Ja, nee, doch nicht. Doch nicht. Sie hat ihn sich nicht aufbewahrt. Gut, dann kommst du jetzt wieder in den Keller. Da freuen sich die anderen. Zu so später Stunde nochmal jemanden im Keller zu haben, kommt keine Freude auf. Gerade nicht gegen Bubba. So, ein Ausgang ist dort. Und einer dort.
Der Ausgang hier ist noch nicht offen. Der Ausgang dort ist auch noch nicht offen. Wurde noch nicht mal angepackt. So, von hier sehe ich nur den einen. Ja gut, ich muss jetzt die Ausgänge im Auge behalten. Da ist niemand. Da ist niemand. Will jemand retten gehen? Hallo? Sorry, die wird sterben. Die werdet ihr nicht mehr frei bekommen. So, da ist immer noch niemand. Doch, jetzt, okay. Magarino, ne? Was machen Sie denn hier? So, da ich weiß, dass die Klödie das eine Ding da schon umgeworfen hat, weiß ich auch, dass ich dich jetzt bekomme. Oh yeah. So, ab an den Haken mit dir. Natürlich haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir die Ausgänge bewachen müssen. Die andere wird sich bestimmt jetzt hochheilen. Sind die noch hier oder sind die... Ne, also die sind auf jeden Fall rausgegangen. Wegen Bubba im Keller zu bleiben, obwohl die jetzt sehr schnell wirklich hochgeheilt wurde, muss ich ja gestehen. Aber nee, so doof ist niemand. Da glaube ich nicht dran. So, wie sieht's aus? Da ist keiner. Hinten. Da sind beide. Okay, ich habe beide gesehen, Leute. Das ist schon mal gut für uns. So. Sind beide weggegangen, oder wie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Echt? Da ist die Klödia. Na, Klödia. Die rennt los. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die den anderen Ausgang aufmachen. Hier kann sie auf jeden Fall noch rumjuken. Der andere rennt. Okay. Dann würde ich dem gerne den Safe versauen, wenn ich das hinkriege. Hallo. Hat er geöffnet? Nee, ne? Nee. Okay, dann holen wir dich. Du bist nämlich noch in Form, so wie ich das sehe. Und... Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Na komm. Yo! Das hat noch gereicht. So, dann kommen Sie mal mit, bitteschön. Ist da hinten rechts noch ein Haken? Das wäre super geil, weil der... Ja. Weil der ist natürlich schön weit weg jetzt. Von den Ausgangstoren. Bitte hab keinen Strike mehr. Wiggle Strike könnt ihr natürlich theoretisch noch haben. Wir haben ihn trotzdem ranbekommen. Ach, der ist tot. Nee. Naja, gut. Okay. So, die andere hat sich geheilt. Denn, ah, nee, sind beide raus. Okay. GG. Zwei Leute erwischt. Ich glaube, ich hätte aber nicht so viele erwischt, wenn die nicht immer wieder in den Keller gerannt wären, wenn ich gerade hingeschaut habe. Hätten lieber ein bisschen langsamer gehen sollen. Aber hey. Also, die Daily ist fertig. Die Punkte werde ich mir jetzt aber nicht abholen. So, GG. Und, nice. Die 1 Million habe ich auch voll. Ja, habe sogar noch Punkte gewastet. Ich war mir nicht sicher. Habe ordentlich Punkte gewastet. Ich hätte fast noch... Also, ich habe nicht gedacht, dass es so eine krass gute Runde ist. So, wir haben Silber, Silber, Gold, Gold. Das reicht dann für unseren Pip. Und die Leute haben eigentlich auch alle gut gespielt. Also, ich denke mal... Da wird keiner einen Pip verloren haben, zumindest. Das denke ich mal. Okay, wirklich nur einen Strike dabei gehabt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ansonsten Self-Care immer noch jeder. Sprint-Boost auch 3 Leute. Ja, Sprint-Boost ist auch echt wieder recht gut, ne? Ah, nicht schlecht. Gut, Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wir haben schon wieder Bubba gespielt. Ich hatte jetzt niemanden, dem ich noch irgendwie das Gesicht klauen konnte. Deswegen, ja, habe ich jetzt niemanden fokussiert oder so. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal Dwight und Jake dann endlich unserer Sammlung hinzufügen können. Daily geschafft. Wir sehen uns in-game, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.